Jo, da wäre er wieder. Ein kleines Problem mit dem Landfill-Mod, das ich gerade schon getestet habe und jetzt aufgehört hatte zu testen, um einen Fix zu finden, den es aber nicht wirklich gibt. Jedenfalls nicht so, wie ich ihn finden konnte. Wir können zwar jetzt Landfill bauen, ich mache das einfach mal. Das Problem ist nur, dass es dann grafisch einen kleinen Bug gibt. Aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Das heißt, ich setze gleich den ersten Landfill. Was passieren wird, ist, die Fläche ist dann begehbar, aber sie sieht immer noch aus wie Wasser. Was natürlich nicht so wirklich schön ist. Aber man soll das beheben können, indem man einmal komplett rauszoomt und wieder reinzoomt. Ja, okay. Das ist ja nicht so wirklich schlimm. Also bau Landfill, bau Landfill, bau Landfill und gib mir all deinen Stein. So, Stein her, Stein her, Stein her, Stein her. Und ich sollte das wirklich optimieren. Quatsch. Mit einer Fabrik automatisieren, nicht optimieren. Wurde auch schon mehrfach gesagt, aber ich hatte dann irgendwie immer die Zweifel, dass die Fabrik vielleicht schneller arbeitet als die Steinproduktion und dann wir nicht hinterherkommen mit Stein und falls wir mal Stein brauchen, ist kein Stein da. Ich weiß nicht, wie abwegig das ist. Aber wir produzieren echt Tonnen von Stein. Oh, na gut. Da, du bist im Weg. Ja komm, geh weg da. Das einzige Problem jetzt ist halt zu gucken, wo habe ich jetzt schon was gesetzt und wo nicht. So, ah, schaut doch gut aus. Okay, also das machen wir alles dicht. Ich fange erstmal hier unten an, damit es einigermaßen gleichmäßig aussieht. Das kleine Ding da noch. Jo, jo, sehr gut. Eine Überlegung, die ich auch noch machen sollte. Also zum einen, ich könnte alles dicht machen und wegen der Wasserfrage, ich kann auch jederzeit diese Bombe setzen, die den Boden wegsprengt und Wasser freilegt. Also an Wasser kommen wir immer ran, das ist nicht ein Argument. Was ein Argument ist, ist der innere Schutzring, den ich gerade auflöse. Vorher waren wir durch das Wasser geschützt, weil Beißer halt nicht durchlaufen konnten. Jetzt ist da eine Lücke. Und ich hätte eigentlich ganz gerne einen zweiten Schutzring. Das heißt, ich werde das hier voll machen. Und dann ziehen wir diese Mauer bis nach da und gehen dann hier nach oben. Und auf der Seite... keine Ahnung. Also ob wir den See auch wegmachen und die Mauer oder die Mauer denn gerade durchziehen. Ich denke ja. Es ist denn zum einen übersichtlicher und zum anderen... haben wirklich Verteidigungsmauern und nicht einfach nur ein Wassergraben. Weil ich finde es ein bisschen komisch, dass sie weiter nicht schwimmen können. Also ja, es wäre super garstig und so, aber... ne? Tiere passen sich normalerweise ihre Umgebung nach und nach an, um gewisse... Territorien halt für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist Evolution. Weiß Gott, wie lange die hier schon auf dem Planeten rumhausen. Also es müsste irgendwelche Art von schwimmenden Gegnern geben. Vom RP her. Deswegen finde ich es ein bisschen doof, wenn man halt Wassermauern hat. Also ich nutze die natürlich auch, klar, weil ich alles nutze, um zu überleben. Solange, bis ich den Mod einigermaßen gut verstanden habe. Aber es macht halt nicht so viel Sinn. So, du, weg, weg, weg. Ich kann die Zeit jetzt mal nutzen für allgemeine Erklärungen. Ich sag öfters Dinge und mache sie dann nicht. Also wie jetzt zum Beispiel gerade, dass ich es doof finde, dass Wasser eine natürliche Mauer ist. Und dann nutze ich die natürliche Mauer. Nur weil ich etwas sage, heißt das nicht, dass ich es dann auch so mache. Es ist nur ein Gedankenspiel. Es ist nur... wie beschreibe ich das am besten? Also ich mag eine Idee nicht, wie die Idee der Wassermauer. Das heißt aber nicht, dass ich sie nicht nutze. Doppelte Verneinungen sind super. Und ja, ich sollte Politiker werden. Aber nur so allgemein. Also die meisten, die mich länger gucken, werden das schon kennen, dass ich irgendwas sage und dann ein paar Minuten später genau das Gegenteil mache. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich sehr oft meine Meinung ändere und ich habe absolut kein Problem mit einer Meinung zu ändern, solange es Sinn macht. Weil was für einen Sinn macht es, an einer alten Meinung festzuhängen, wenn sie falsch ist? Manche Leute machen das. Die nennen das dann irgendwie stolz auf ihre eigene Meinung oder was weiß ich. Ich nenne das einfach nur doof. Aber gut, man muss sich halt anpassen können. Das heißt nicht, dass man alles verrät, für das man steht, sondern das heißt nur, dass man Dinge überdenkt.
falsches Handeln nicht weiter gutheißt. Ja, ich brauche mehr Lentfilm. Da. So. Du weg. Wollen wir das gleich mit Claymauern machen? Die innere Mauer? Nee, das ist Verschwendung, komm. Die innere Mauer machen wir echt aus Stein. Davon haben wir nur fast nichts mehr. Also von Steinmauern. Stein haben wir ja noch, das weiß ich. Bitte liefer mir mal die Steinmauern, die wir noch haben. Und zwar 100 Stück davon. So. Währenddessen wusel ich hier weiter. Und müsste mir jetzt eigentlich echt überlegen, wo ich anfange. Was hatte ich ausgerechnet? 140 Felder oder so? Irr. Das ist noch nicht viel besser. Also 140 Felder bräuchten wir. Das kann ich leider jetzt nicht so wirklich gut überschlagen. Obwohl, warte mal. Wir haben einen Pol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Felder nur. Okay, also zwischen zwei Poles sind 6 Felder. Das heißt, mit dem Pol sind es 8, 16, 24, 32, 40. Das hier sind 40. Wir brauchen 140. Das heißt, einmal von komplett hier unten bis komplett da oben bräuchten wir so ungefähr an Länge. Hammer. Nur Mauern zerstört? Nur Mauern zerstört. 32 Türme schießen. Sehr gut. Ist eine Menge Platz. Aber wir können es ja so machen, dass wir da so eine Art Doppelzopf draus machen. Oben, mittig, ist 1400er Lava. Links rum geht's runter zur Abkühlung. Rechts rum geht's runter zur Erhitzung. So hätten wir nur 70er Länge. Das klingt echt nicht schlecht, ja. Oh, kein Stein mehr da. Ja, da muss ich wohl gleich zum Hauptlager. Weg, 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 weg. Doppelzopf, Doppelzopf. Ich glaube, ich fange den Doppelzopf aber dann hier unten an. Weil wir hier auch gleich die Lavatanks haben und so weiter. Und der geht da halt nach oben. Das macht ja keinen Unterschied. Bis wo solltest du? Bis da, ne? Weil der See bleibt bestehen. Okay. Also hier einmal komplett rüber. Da, 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 da. So, neue Stromversorgung auch gleich hier anschließen. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Beziehungsweise ich habe noch nicht genug Übung. Ja, das ist falsch zum Beispiel. Der muss ein höher. Weg, weg. So. Was? Das wäre die Reichweite zum Bauen. So. Also könnten wir sagen, hier die Tanks machen für 1400 Lava. Dafür hätte ich eigentlich ganz gerne wirklich größere Tanks. Wie groß ist der Sprung zum nächsten Tank? Was? Ach so, wir müssten die ja warum auch immer nochmal erforschen. Das finde ich immer noch sehr komisch. Ja, ich will die nicht nochmal erforschen. Mach mal das hier alles weg. Die Verbindung ist immer noch bestanden durch die da oben. Steine holen. Genau, wir entsteinen mal das Hauptlager. Das war die kleinen Kisten zuerst. Die würde ich nämlich eigentlich... Die würde ich nämlich eigentlich ganz gerne abreißen. Aber das wird so nix. Du kannst nochmal weg. Das war's schon fast. Ja, Kisten voll mit... Mach dich mal weg, wenn du leer bist. So, so, so. Ja, 2000 Steine, das war's. Also ich hätte gerne überall größere Kisten, damit es übersichtlicher ist und ich nicht 20.000 Kisten öffnen muss, um zu gucken, was drin ist. Das heißt, eigentlich müssten wir auch die richtig großen Storage Chests bauen, aber... 72, 120... Kosten gleich viel. Du bist kleiner, ne?
Ja. Ich will nicht... Doch. Ich will einmal ein Feld und tierisch viel Platz. Das wäre dann die Dietech-Variante, ne? Ja. Gut, das hier kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die kann ich nicht zerstören. Und da haben wir keine Robo-Abdeckung. Ja, Roboports müssen wir auch noch bauen. Das kommt alles nach und nach. Und die Forschung ist auch bald fertig. Das ist gut. Wie viel waren? 40? 8, 16, 24, 32, 40. Ein Bildschirm. Warte. 8, 16, 24, 32. So. Einmal von ganz unten bis nach ganz oben sind 40. Wir brauchen aber 70. So. Okay. Das heißt, wenn wir hier unten anfangen, müssen wir bis da oben hochgehen. Für die Tanks. Das hier muss alles weg. Okay. Die müssen schneller arbeiten. Und das hier muss auch alles weg. Das... Ja, ich sollte die Forschungsanlage jetzt bauen. Kurzer Abstecher von dem monotonen Erde auf den Boden schmeißen. Wir setzen dich hier hoch. So. Hier bitte auch nochmal Erde auf den Boden schmeißen. Wo sind die Landfills da? Das Ganze ansatzweise natürlich aussehen lassen. Ja, das ist schön hässlich. Also muss natürlich sein. Du. Wo? Achso, da unten. So. Und hier irgendwo rein packen wir jetzt einfach eine Kiste. Eine Requester Chest mit Science Packs. Das wird nicht reichen. Eine Kiste kann nur 4 versorgen. Eine große Kiste. Oh, das könnte gut aussehen. Nochmal eine große Kiste. Da. Na ja, am Ufer haben wir keine Robo-Absicherung. Das soll mich nicht abhalten. Das Wasser hier oben bleibt bestehen, ne? Ja, okay. Das heißt, hier ist wirklich die oberste Kante unserer Basis. Das heißt, hier setzen wir gleich irgendwo noch einen Roboport hin. Bauen wir bitte einen billigen. So. Und wir kommen von diesem hier aus. Ärmchen da, Ärmchen da, Ärmchen da, Ärmchen da, Ärmchen da. Brauchen wir Ärmchen. So. Und dann habe ich schon, ja, Lab. Ein da. Oh. Ich habe mir das schön vorgestellt. Okay, warte. Dann so. Und da einfach lange Ärmchen hin. Gib mir lange Ärmchen. Ja, das haut hin. Oh, was wurde zerstört? Oh, gute Mauern wurden zerstört. 4, 6. Oh oh. Lasertürme werden zerstört. Sandmauern werden zerstört. Das ist mal ein richtiger Angriff. Aber ich hoffe, die ersten Roboter fliegen schon hin und setzen neue Mauern und Türme und die schießen immer noch. Da. Wow. Ja, sind reingekommen. Okay. Bitte einmal von Hand die da zerstören, damit ich sie sofort nachsetzen kann. So, wir brauchen hier im Osten definitiv bessere Verteidigung. Jetzt kommt Angriff im Westen. Aber gut, wir wissen, was so ziemlich der Stärkste sein kann. Das sind die Grünen, die Könige momentan. Solange nicht irgendwann 20 Stück davon kommen, ist alles gut. Ich hoffe mal, das ist immer nur ein König. Egal, wie viel Smog wir jetzt noch rauspumpen, es kommt immer nur ein. Da liegen 2, ne? Ja, gut. Okay, ich glaube, ich riskiere es mal, die Mitte hier rauszufräsen. So.
das dann durch Clay zu ersetzen, danach die Sanddinge abzubauen und dann das auch durch Clay zu ersetzen. Das macht ja doch einen guten Sprung von 750 auf 1500. Und von 250 auf, oder von 350 auf 1500. Das heißt, da dürften sie jetzt so schnell nicht wieder durchkommen.